Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. Heute auch ein Fall von Sarah Ito, die jetzt am Ball ist. Auch da direkt auf dem Rasen steht. Also, die Partie beginnt. Potsdam in Blau von links nach rechts. Hoffenheim in Weiß von rechts nach links. Euch viel Spaß bei dieser Übertragung von Sport Total und Magenta Sport. Zweite Frauenfußball-Bundesliga. Der achte Spieltag. Und der erste Abschluss von Melina Röder. Mit dem langen Ball. Der kommt dann auch zu Laura Lindner. Und die 29-jährige Angreiferin nimmt ihn dann nach der Brustabnahme direkt per Dropkick übers Tor von Lina Locher. Das zweite, kleinere Ausrufezeichen der Gastgeberinnen vom ersten FFC Turbine Potsdam. Da wieder Noah Selimovic. Die Flanke kommt gut. Starke Flanke der israelischen Nationalspielerin auf den zweiten Posten gebracht. Kopfball von Lina Vian. Lina Locher klärt zum Eckstoß. Nach einer halben Stunde vielleicht das Hallo wach für die Gastgeberin. Zaslica bringt den Ball nicht in den Fünfer und Richtung Fünfer. Dann Selimovic direkt geschossen. Schwalm geblockt. Druck von Potsdam über Jordan. Auch sie geblockt. Die Hoffenheimerinnen jetzt alle im Strafraum. Der Versuch von Meyerhahn geht drüber. Potsdam mit mehr und mehr Druck. 40 Minuten fast vorbei. Und der Favorit nähert sich dem ersten Tor. Ito. Hahn. Er weiß stark dieses Anspiel. Und der Abschluss von Schwalm. Victoria Schwalm testet Lena Locher. Eine andere Variante spielt auf Selimovic. Die muss sich aber erst befreien. Diese Eckballvariante versandet. Wieder Schwalm. Zieht nochmal ab. Aus der Distanz. Lena Locher zur Seite abgeklärt. Der Kopfball in die Mitte. Die Flanke reingebracht. Und das Tor durch Meyerhahn. Führung für Turbine Potsdam. Allerdings liegt da Laura Lindner kurz vor der Torlinie. Die war da auch mit reingegangen. Sofort wird das medizinische Personal herbeigeholt. Selimovic. Abschluss stark. Und nur Selimovic, der 19-Jährige, dem Spielmacher-Talent. Auch daran immer erkennbar, dass sie die Stutzen oder die Stutzen so trägt wie Heinz Rui Costa zum Beispiel, um mal die Milan-Verbindung herzustellen. Abschlag, Lena Locher kommt wieder sehr kurz. Selimovic deutet an, wo Kyokawa hinlaufen soll. Die Japaner bekommt den Ball. Geht wieder ins 1 gegen 1. Kyokawa, der streift die Latte. Einschussmöglichkeit. Selimovic und Schwalm stehen bereit. Vier Spielerinnen in der Mauer. Kurz ausgeführt. Variante. Vianten. Klickt nochmal ein. Abschluss von Vianten. Testet ein weiteres Mal Lena Locher, die heute die überragende Frau bei der TSG Hoffenheim war. Allerdings, die drei Punkte bleiben beim ersten FFC Turbine Potsdam. Schlusspfiff im Karl-Liebknecht-Stadion. Potsdam gewinnt mit 1:0. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.